Auftakt bei den ETU Triathlon Sprint-Europameisterschaften in Düsseldorf. Und los ging's mit dem Frauenrennen. 33 Teilnehmerinnen insgesamt am Start, 4 davon aus Deutschland. Und das Ganze wie beim Triathlon in Düsseldorf gewohnt vor herrlicher Kulisse. 750 Meter Schwimmen zum Auftakt im Medienhafen, dort wo die Zuschauer den besten Blick auf die Sportlerinnen haben und das Renngeschehen bestens mitverfolgen können. Und es entwickelte sich ein wirklich spannendes Rennen, ganz geringe Zeitunterschiede nur und die Russin Anastasia Abrosimova in Führung nach dem Schwimmen. Aber auf der 20 Kilometer langen Radstrecke schob sich das Feld schnell wieder zusammen. Mit Vollgas ging es raus mit einer großen Spitzengruppe auf den Rundkurs, genau beobachtet vom Oberbürgermeister der Sportstadt Düsseldorf, Thomas Geisel. Und der sah, wie sich eine der Favoritinnen auf dem Rad in Führung schob, die Niederländerin Rachel Klamer ganz vorne, aber dicht gefolgt von gleich mehreren Verfolgerinnen, mit dabei auch Laura Lindemann, die Deutsche, hier an Position 4 mit Medaillenhoffnungen an den Start gegangen, mit der weißen Schirmmütze und mit beeindruckender Laufleistung, immer im Kontakt zur Spitze und mit dem größten Punch auf der Zielgeraden. Laura Lindemann gewinnt in Düsseldorf. Silber für Jolanda Annen aus der Schweiz. Bronze geht nach Tschechien an Vendula Frintova. Und ein Küsschen gab es obendrauf vom Oberbürgermeister für Laura Lindemann, die Siegerin von Düsseldorf. Die U23-Weltmeisterin hier bei der Siegerehrung ist die neue Europameisterin. Ein beeindruckender Erfolg für die 20-Jährige aus Potsdam. Erfreulich aus deutscher Sicht auch Platz 10 für Anja Knapp. Aber die Strahlefrau von Düsseldorf, das war Laura Lindemann.